Während die Märkte die Zinserhöhung der US-Notenbank am letzten Mittwoch um 50 Basispunkte verdaut haben, zeigen die Future Preise nun eine 75%ige Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte im Juni an. Infolgedessen fiel der Bitcoin Kurs, wie du bestimmt schon gemerkt hast, auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten, wodurch 150 Milliarden Dollar aus dem Kryptowährungsmarkt verschwunden sind. Ich möchte in diesem Video die Frage klären, warum denn der Markt weiterhin so verängstigt ist und was wir als Investoren tun sollten. Zu guter Letzt stelle ich dir noch ein paar top vor, die ich im Auge behalte. Wenn dir diese Art von Inhalten gefällt, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und vergiss auch nicht zu abonnieren, damit du kein weiteres Video verpasst. Ja, wir dachten alles sei in Ordnung, als wir in der vergangenen Woche eben die erwarteten Zinserhöhungen um 50 Basispunkte erhielten. Aber dann rechneten die Zinsfutures mit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte im Juni, was die Märkte dann letztendlich in die Knie zwang. Jüngsten Berichten zufolge führte das auch zu einer noch nie dagewesenen Menge an Kryptoliquidität mindestens 156 Milliarden Dollar. Außerdem gibt es auch noch große Sorgen um eine mögliche Rezession in den Vereinigten Staaten aufgrund der Inflation und des anhaltenden Konfliktes in der Ukraine und Russland. Die Märkte sind daher von großer Panik ergriffen, aber bitte lass dich nicht beunruhigen. Die Märkte verlangen von dir nichts weiter als Geduld. Wir waren schon öfter in so einer Situation. Wenn du jetzt in Panik gerätst, dann bist du wahrscheinlich überinvestiert und viel zu hoch verschuldet. Ich möchte dir auch noch sagen, dass ich immer noch sehr optimistisch für Kryptowährungen bin. Immer mehr Länder führen Bitcoin ein und die Regulierung von Kryptowährungen nimmt ebenso zu, wie die Ankündigung der Zentralafrikanischen Republik beweist. Bitcoin eben als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen und die Verwendung von Kryptowährungen zu legalisieren. Die Luna Foundation hat vor kurzem weitere Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden Dollar gekauft, wodurch sich ihr Gesamtbesitz an Bitcoin auf ca. 3,5 Milliarden Dollar erhöht hat und sie damit zu den zehn größten Bitcoin-Inhabern weltweit gehört. Auch weltweit tut sich immer mehr, aber der Einzelhandel ist immer noch sehr ängstlich gegenüber dem Kryptowährungsmarkt. Wir müssen, was den Kryptowährungsmarkt betrifft, in Monaten, Jahren und Jahrzehnten denken, anstatt nur die Preisdiagramme von Minute zu Minute, Stunde zu Stunde und Tag zu Tag zu betrachten. Tägliche Preisbewegungen sind nicht das, wonach wir suchen. Wenn wir uns jetzt mal die Google-Suchanfragen anschauen, dann kannst du direkt erkennen, dass der Bitcoin auf den niedrigsten Stand seit Ende 2020 gesunken ist, was auf das Ausbleiben natürlich signifikanter Preisausschläge von eben BTC zurückzuführen ist. Ich schaue mir persönlich gerne die Google-Suchanfragen für Bitcoin und auch andere Kryptowährungen an, weil sie eben einen Einblick in das Verhalten von kleinen Anlegern geben, die eben in der Regel während der größten Aufwärtsbewegung auf den Plan treten. Das heißt, sie kommen eben nur, wenn Bitcoin oder andere Kryptowährungen pumpen und Allzeithochs erreichen und nicht, wenn der Markt stagniert oder sinkt. Als Bitcoin Ende 2017 ein Allzeithoch von 20.000 Dollar erreichte, war das ein Zeichen dafür, dass der Markt kurz vor einer Wende stand? Und als dann Bitcoin in einen Bärenmarkt eintrat, gab es praktisch keine Suchanfragen von Bitcoin mehr. Ähnlich verhielt es sich mit dem Bitcoin-Preis im letzten Jahr, als Bitcoin im April und im November einen Höhenflug erlebte und schließlich mit 69.000 Dollar seinen Höchststand erreichte. Außerdem gibt es in diesen Tagen eine Menge FOMO auf dem Markt, also Fear of Missing Out. In der Zwischenzeit steuerte der Bitcoin-Preis auf ein Allzeithoch zu. Und die Suchergebnisse begannen zu steigen. Eine der Kryptowährungen, die du im Auge behalten solltest, ist meiner Meinung nach Polygon, die zwar die nötigen Qualitäten, aber nicht den nötigen Preis hat. Bedenke aber an der Stelle, dass die meisten Coins zwischen 50 und 80 ihres Wertes von ihren Höchstständen verloren haben. In solchen Zeiten ist es aber ratsam, lieber in Projekte zu investieren, die ein starkes Fundament haben, auf dem man aufbauen kann. Nun hat Polygon auch noch vor kurzem ein Supernet vorgestellt, das die Einführung von Player to Projects sowie der Blockchain-Technologie beschleunigen soll. Um dieses Vorhaben zu unterstützen, hat Polygon 100 Millionen Dollar an Mitteln zugesagt. Und selbst Stripe, das durch die Zusammenarbeit mit Twitter seinen neuesten Vorstoß in den Bereich der Kryptowährung angekündigt hat, plant die Ersteller über das Polygon-Netzwerk zu bezahlen, was zum weiteren Wachstum des Polygon-Ökosystems beitragen wird. Eine weitere Kryptowährung, die du auf jeden Fall im Auge behalten solltest, ist VeChain. Meiner Meinung nach ist VeChain nämlich für das, was es zu leisten imstande ist, deutlich unterbewertet. Auch Cardano ist in dieser Hinsicht bemerkenswert. Unter den vielen Vorteilen dieses Systems haben die Verkürzung der Transaktionszeit und der geringe Energieverbrauch im Transaktionsprozess viele institutionelle Investoren angezogen. Eine weitere Kryptowährung, die du beobachten solltest, ist Solana. Obwohl sie erst im März 2020 geschaffen wurde, hat sie bereits einen ziemlichen Aufstieg hingelegt. Das liegt an ihrer Unterstützung für DApps, also dezentrale Applications und NFT. Obwohl die Anzahl der Projekte auf der Ethereum Blockchain deutlich größer ist als die auf der Solana Blockchain, ist die Solana Blockchain durch die einzigartige Kombination aus Proof of History und Proof of Stake Transaktionsverifizierung gegenüber Ethereum im Vorteil. Und dann wäre da auch noch Polkadot. Der attraktivste Aspekt dieser Kryptowährung ist ihre Powerchain-Architektur. Es ist nämlich möglich, maßgeschneiderte Blockchains zu entwickeln und von ihnen zu profitieren, während sie das gleiche Sicherheitsniveau wie die Polkadot-Kette haben. Diese Powerchains können dann von ihren Besitzern für verschiedene Zwecke eingesetzt werden. Und wenn wir jetzt vom Market Gap deutlich weiter unten schauen, dann wäre da Oasis Network ziemlich interessant. Das ist eine Proof-of-Stake-Blockchain und diese Blockchain ist für Bitcoin oder Ethereum auf der Layer 1 angesiedelt, wurde aber von Grund auf neu entwickelt, um die Vertraulichkeit der Daten und eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit von bis zu 1000 Transaktionen pro Sekunde zu gewährleisten. Das Oasis Network kombiniert seine hohe Leistung und seine sichere Architektur, um die private und skalierbare DeFi-Welt voranzutreiben und so das offene Finanzwesen zu revolutionieren. Auf diese Weise erweitert es beide Welten über die Händler und Nutzer eines immer mehr expandierenden Marktes hinaus. Oasis Network verfügt auch über ein schnell wachsendes und florierendes Ökosystem, das aus branchenführenden Anwendungsentwicklern, Blockchain-Infrastrukturteams, Knotenbetreibern, Universitäten und mehr besteht und von angesehenen Risikokapitalfirmen und Investoren unterstützt wird. Binance ist einer der bekanntesten Unternehmen. Zu diesem Projekt habe ich bereits ein Video gemacht. Schau gerne mal rein, wenn du noch mehr Informationen dazu haben möchtest. Eine weitere Kryptowährung unter einer Milliarde Market Cap ist Loopring, eine Open Source Technologie, die es ermöglicht, dezentrale Börsen auf der Ethereum Blockchain aufzubauen. Im White Paper des Protokolls heißt es, dass es darauf abzielt, Leer-2-Lösungen zu etablieren, die schnelle und hochskalierbare DApps akzeptieren. Looprings Ziel ist es, die Anzahl der kontrollierten Börsen zu verringern und gleichzeitig eine höhere globale Liquidität für Händler zu ermöglichen. Ich könnte dir jetzt noch so viele Projekte vorstellen, die ich richtig gut finde und die in Zukunft noch sehr großes Potenzial haben. Wenn du solche Projekte erkennen möchtest, eben bevor sie stark ansteigen, dann schau gerne mal auf meiner Patreon-Seite vorbei. Jede Woche, wie du hier sehen kannst, bekommst du als Mitglied einen aktuellen Bericht. Dort spreche ich dann über allerhand Themen, wie meine aktuelle Markteinschätzung mit Handlungstipps, stelle dir Projekte mit Potenzial vor, vor allem die Projekte, die noch nicht jeder kennt, erkläre eben auch detailliert, weshalb diese Coins und Token in Zukunft sehr relevant werden könnten. Zudem weise ich dich auch immer auf die vielversprechendsten Projektstarts hin, damit du diese nicht verpasst. Du hast auch noch einen Blick in mein eigenes Portfolio, in dem ich meine Käufe und Verkäufe ankündige. Das alles solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Den Link findest du in der Videobeschreibung. An dieser Stelle ist das alles aber natürlich keine Anlageberatung. Bitte mache immer deine eigenen Recherchen, bevor du in irgendein Projekt investierst. Ich hoffe aber jedenfalls, dass dir dieses Video gefallen hat, und wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut!